Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist, das bekommt ihr in unserem Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen der ARD und Experten eine halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr dabei seid. Sleepy Joe, also schläfriger Joe, wurde er noch im Wahlkampf genannt. Und jetzt wird gestaunt, wie rasant Joe Biden Politik machen kann. Zum Beispiel beim Impfprogramm. Im Wahlkampf hat er noch versprochen, dass in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Impfungen verabreicht werden. Und das Ziel hat er bereits nach 58 Tagen geschafft. Außerdem soll noch ein riesiges Infrastrukturprogramm folgen. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge über 100 Tage Joe Biden im Amt sprechen. Was hat sich durch den neuen Präsidenten verändert? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Kerstin Klein, mit dem Journalisten und Vizepräsidenten des German Marshall Fund Thomas Kleine-Brockhoff und mit der ARD-Korrespondentin Ina Ruck in Moskau. 1,9 Billionen Dollar für das Corona-Rettungspaket, das hat Joe Biden durch den Kongress bekommen und das hatte er bereits im Wahlkampf angekündigt. Aber es geht nicht nur beim Impfen voran, sondern auch Familien, die nicht so viel Geld haben, werden unterstützt, vor allem die sozial Schwachen und die untere Mittelschicht. Und das ist neu in der amerikanischen Politik. Joe Biden drückt von Anfang an aufs Tempo und darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Kerstin Klein in Washington und sie ist 11 Tage lang durchs ganze Land gereist. Hallo Kerstin. Hallo. Sag mal, du hast als Korrespondentin unter Biden angefangen in den USA zu arbeiten. Wie ist die Arbeit unter dem neuen Präsidenten? Es ist anders, als es unter Trump war. Das habe ich auch in Ansätzen erlebt, weil ich schon mehrfach hier war als Korrespondentinnenvertretung in den Jahren davor. Und unter Trump war das immer so ein permanenter Alarmzustand. Man war dauernd in einer Hab-Acht-Stellung, weil man nie wusste, wann er irgendwas in die Welt twittert und irgendein Thema wieder hochzieht, was dann plötzlich die ganze Nachrichtenwelt bewegt. Das ist unter Joe Biden deutlich geordneter. Es gibt wieder regelmäßige Pressekonferenzen. Da legt sein Team die Sicht der Dinge nach. Es gibt auch sowas wie ein Feierabend in der Pressestelle, die sagen dann, das war's für heute und dann war es das auch für heute, außer es passiert noch was Herausragendes. Das ist alles berechenbarer geworden. Zugänglicher ist es aber nicht unbedingt geworden, denn auch das Biden-Presseteam, das arbeitet sehr professionalisiert, sehr kontrollierend und die versuchen schon auch die Deutungshoheit zu behalten und nichts dem Zufall zu überlassen. Zum Beispiel sind die auch sehr geschickt, finde ich, darin, Dinge zu framen und ihren Gesetzesvorhaben wohlklingende Namen zu verpassen, um denen auch so einen Spin zu verleihen. Du als Journalistin, vermisst du denn manchmal auch Donald Trump? Weil, wie du ja gerade gesagt hast, es gibt einen Feierabend unter Joe Biden. Unter Donald Trump gab es den ja nicht, weil wenn er einen Tweet noch rausgehauen hat spätabends, vermisst du ihn manchmal? So weit würde ich nicht gehen. Man kann schon sagen, dass das Interesse an Donald Trump deutlich höher war. Ich glaube auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier die letzten 4, 5 Jahre gearbeitet haben unter einem Präsidenten Donald Trump, die hatten doch auch noch mehr zu tun, wobei wir auch immer noch ein Studio sind, das sehr gut beschäftigt ist, weil die USA einfach auch in Deutschland immer noch interessieren. Aber Donald Trump hatte doch auch für viele Zuschauerinnen und Hörer einen besonderen Reiz, weil ja, das auch einer meiner Protagonisten, mit denen ich jetzt gerade gedreht habe, der überhaupt kein Trump-Fan war und froh ist, dass er nicht mehr Präsident ist, der sagte, naja, aber es war doch auch irgendwie interessant. Das war fast schon wie so eine Reality-Show. Man wusste irgendwie nicht und man guckte fasziniert hin und es hatte auch so einen Unterhaltungswert. Und das scheint mir manchmal auch bei den Nachrichten oder der Nachrichtennachfrage zu sein, dass jetzt dieser Thrill, dieser Kick etwas raus ist und das Business as usual und das Alltagsgeschäft der Politik vielleicht auch nicht mehr ganz so spannend und so sexy ist, wie vielleicht diese Aufgeregtheit rund um Donald Trump. Jetzt bist du 11 Tage durchs Land gereist, eben weil es jetzt ja auch 100 Tage schon Joe Biden an der Macht ist. Wie ist dein persönlicher Eindruck? Was hast du da mitgenommen? Also mein allererster Eindruck ist gar nicht so sehr ein politischer, sondern eher ein Alltagseindruck. Man hat das Gefühl, dass hier tatsächlich so eine Aufbruchsstimmung im Land herrscht. Manchmal vielleicht auch schon zu viel. Also es ist, wenn man durchs Land reist, es öffnet gerade ganz viel wieder, egal wo man ist. Dann gibt es Staaten, die haben Corona
ohnehin nie besonders ernst genommen. Da ging das Leben sowieso halbwegs einfach so weiter, natürlich mit dem entsprechenden Anstieg der Fallzahlen. Aber es ist auch so, in diesem Land sind immer mehr Menschen geimpft oder haben die Krankheit schon durchstanden. Und da wird jetzt auch in den vorsichtigeren Staaten, zum Beispiel Kalifornien ist ein sehr vorsichtiger Staat gewesen während der Pandemie, wird Schritt für Schritt immer mehr geöffnet. Und es kehrt das Leben zurück. Wir waren auch in New Orleans, die Bourbon Street. Das war auch komplett zu. Und da habe ich mich zum Beispiel mit einer Frau in einem Laden unterhalten, die den Laden betreibt und die sagt, ja, wir sind noch nicht da, wo wir waren, aber wir sind schon bei der Hälfte der Touristen wieder. Und das ist jetzt nur der Inlandstourismus. Es machen auch die ersten Bars wieder auf, die ersten Bands spielen mit Hygienekonzepten und Vorsichtsmaßnahmen. Aber da kehrt das Leben zurück und diese Aufbruchsstimmung im Land, die spürt man, egal wo man ist gerade. Jetzt hast du gerade schon von Bands erzählt, die wieder spielen und von Pubs, die öffnen. Davon sind wir jetzt in Deutschland meilenweit natürlich entfernt. Du hast aber mit vielen Menschen vor Ort gesprochen. Wie ist dein Eindruck? Wie stehen sie zu Joe Biden? Das kommt ein bisschen darauf an, von wo aus sie auf Joe Biden blicken. Ich habe mit einem Jazzmusiker und Barbetreiber in New Orleans gesprochen, Kermit Ruffins. Der ist demokratischer Wähler, hat Joe Biden gewählt und der hat vor allen Dingen... Ja, der hat sich erleichtert gezeigt, dass die Trump-Jahre vorbei sind. Hören wir doch einmal am besten kurz rein. Trump scared the hell out of people. Biden making people feel comfortable, like your grandmother used to do, you know? Which America needed, right? Especially at this time during the pandemic. Also Kermit sagt halt, Joe Biden ist einfach ein Menschenfreund. Wenn er redet, dann ist das wärmend und nicht mehr alarmierend. Trump hat die Leute zu Tode erschreckt und bei Biden, da fühlt man sich jetzt wieder wohl. Und das ist das, was Amerika gebraucht hat, gerade jetzt in der Pandemie. Also da spürt man diese Erleichterung über den Ton. Und dann habe ich auch mit ganz vielen gesprochen darüber, wie sie denn Bidens Pandemiebekämpfung einschätzen. Weil das war ja sein großes Thema in den ersten 100 Tagen, so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und da loben ihn auch durchaus republikanische Wähler, Trump-Anhänger, allerdings oft auch mit so einem Spin. Da können wir mal reinhören bei Carla Runyon. Sie ist Apothekenhelferin in West Virginia und Trump-Wählerin. I'm Trump all the way. I think Trump started the vaccination, the whole thing. He's coming in and he's just keeping the ball rolling. Genau, und Carla, die sagt, ja, ich möchte ihm das zugutehalten, er gibt sich Mühe und er hat auch bei den Impfungen was vorangebracht, aber ich bin Hardcore-Trump-Fan und Trump hat das alles angeschoben mit den Impfungen und Biden, der musste das Ganze ja nur noch am Rollen halten. Also da ist sie durchaus zufrieden mit Biden, aber den größten Anteil sieht sie immer noch bei Trump. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt ja auch Umfragen, nicht nur meine Eindrücke. Tatsächlich ist es so, dass Biden von den US-Bürgerinnen und Bürgern sehr gute Werte bekommt für seine Pandemiebekämpfung, für das Impfen. Und zwar auch eine Mehrheit der republikanischen Wähler ist zufrieden damit, wie er das Thema Impfen angegangen ist. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck von 100 Tage Joe Biden? Also er hat ja echt viel angestoßen. Man hat in Deutschland das Gefühl, also da ist jetzt Tempo drin. Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt manche hier, die vergleichen Joe Biden schon mit Roosevelt und sagen, das ist hier ein ganz großer Reformer, der schiebt die größten Sozialreformen seit langem an. Und das ist, glaube ich, auch das Bild, was Joe Biden von sich selbst, glaube ich, ganz gerne sieht. Und ja, er hat Tempo gemacht beim Impfen, definitiv. Da hat er wirklich was vorangebracht. Die USA stehen gut da beim Impfen. Es ist jetzt so, dass jetzt mittlerweile jeder, der über 16 ist, sich impfen lassen kann, wenn er das denn möchte. Das ist ein klarer Erfolg. Und ja, er hat auch ein großes Corona-Hilfspaket durch den Kongress gebracht. 1,9 Billionen Dollar. Das ist eine ja unfassbar große Summe. Die hat er durchbekommen. Und er hatte ja immer gesagt, ich möchte das zusammen mit den Republikanern machen, hat aber auch schnell nach den ersten Gesprächen, als er gesehen hat, das wird so nichts, gesagt, okay, dann machen wir es halt alleine. Und das hat er durchgedrückt, ja. Und er hat weitere Reformvorhaben, die er jetzt sich auf die Agenda geschrieben hat, zum Beispiel ein großes Infrastrukturpaket, nochmal mehr als 2 Billionen Dollar. Aber jetzt kommt der Teil, der schwieriger wird, weil zum einen ist ganz klar erkennbar, die Republikaner haben überhaupt kein Interesse, Joe Bidens politische Vorhaben mit zu unterstützen. Und er hat eine knappe Mehrheit und zum Beispiel bei diesem Infrastrukturprogramm, da gibt es auch eher moderate, konservativere Demokraten, die sagen, wir machen da nicht mit, so viel Geld ausgeben, da sind wir nicht dabei. Und da beginnen jetzt so ein bisschen die Mühen der Ebene in den nächsten 100 Tagen und darüber hinaus. Okay, also da könnte es so ein bisschen von diesem beiden Aufschwung, sage ich jetzt mal, wieder so ein bisschen abflauen. Höre ich das richtig so raus? Ja, ich weiß auch nicht, wie viel Biden-Euphorie
im ganzen Land verbreitet ist. Er hat auch insgesamt ganz gute Zustimmungswerte, das ist nicht so schlecht. Aber wenn man sich mit den Menschen im Land unterhält, dann ist mein Eindruck, die moderaten Demokraten, die Biden gewählt haben aus Überzeugung, die sind wirklich angetan von ihm. Die sagen, er macht das gut. Die finden, dass er vieles richtig macht. Auch bei den linken Demokraten, die eher so aus dem Bernie Sanders-Lager kommen, die eigentlich eine viel radikalere Politik haben wollten und denen Biden viel zu moderat ist. Auch die sind noch geduldig und halbwegs zufrieden, auch wenn sie sagen, Mann, das geht alles viel zu zäh und nicht schnell genug. Aber die sind auch noch mit dabei. Wenn man sich mit den republikanischen Wählern, mit den Trump-Anhängern unterhält, dann entsteht da überhaupt nicht der Eindruck, dass die Biden jetzt für einen guten Präsidenten halten. Das Positivste, was man, glaube ich, sagen kann, ist, die sind ihm nicht mit so viel Abneigung, treten sie ihm entgegen wie vielleicht einem radikaleren Demokraten. Also der erschreckt die jetzt nicht, aber er ist auch nicht ihr Präsident, auch nicht nach 100 Tagen. Also mit einer Republikanerin habe ich mich in Palm Springs unterhalten, die da den örtlichen Trump-Frauen-Fanclub leitet sozusagen. Und die habe ich gefragt, als sie bei allen Themen gesagt hat, nee, was müsste denn Biden machen, dass sie den auch gut finden? Build the wall. Er muss die Mauer bauen, war ihre Antwort. Für viele der Trump-Wähler ist Joe Biden einfach ein Mann der Eliten, auch weil er schon so lange in Washington Politik macht. Und Biden, aus meiner Sicht, gibt sich wirklich Mühe, Politik für kleine Leute zu machen. Dieses Corona-Hilfspaket, da gibt es Direktzahlungen an Menschen mit niedrigerem Einkommen. Da gibt es Zuwendungen für Familien, sodass die Kinderarmut deutlich reduziert wird. Das ist eigentlich Politik für Menschen mit geringerem Einkommen, also für die sogenannten kleinen Leute. Die macht er. Und trotzdem sagte mir ein Kohlearbeiter in West Virginia, mit dem ich auch gesprochen habe, der sagte mir, nee, Biden sieht uns nicht. Der ist da Elite und in Washington und macht Politik für seine Klientel. Trump hat uns gesehen. Und dieses Gefühl, von Biden nicht gesehen zu werden und von Trump aber gesehen worden zu sein, das ist noch da und ist nicht weg. Und ich weiß auch nicht, ob das weggeht. Vielen Dank, Kerstin, für deine ganzen spannenden Eindrücke. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt auf dieses Thema, es gibt ein Weltspiegel extra, das heißt Verändert Joe Biden Amerika? Das läuft am Mittwoch, den 28.04. direkt nach den Tagesthemen und ist auch in der ARD-Mediathek. Danke dir. Sehr gerne. Der neue Präsident will auch noch ein Infrastrukturprogramm für rund 2,3 Billionen Dollar auf den Weg bringen. Das heißt, Straßen und Brücken sollen saniert werden. Aber er will auch in grüne Technologien investieren, damit dadurch nochmal neue Arbeitsplätze entstehen. Was verändert sich durch Joe Biden und was heißt das für das Verhältnis zu Deutschland? Ich spreche jetzt mit dem USA-Experten Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist Vizepräsident des German Marshall Fund. Das ist eine unabhängige US-amerikanische Stiftung, die die transatlantischen Beziehungen in Politik und Wirtschaft fördert. Hallo, Herr Kleine-Brockhoff. Tag, Frau Berner. Als Sie das letzte Mal bei uns zu Gast waren im Podcast, da haben Sie von der US-Wahl gesprochen als eine Entscheidung über die Weltordnung. Gibt es denn jetzt eine neue Weltordnung? Na, so schnell geht das nicht. Aber ich glaube, man kann schon sehen, dass dieser Präsident eine andere Vorstellung von internationalen Beziehungen hat, die er seit Tag 1 umsetzt. Und das besteht in einer Zuwendung auf Allianzen hin, auf internationale Organisationen, auf supranationale Organisationen, auf vertragliche Bindungen, aber eben auch auf geopolitische Auseinandersetzung und Konkurrenz zu nicht demokratischen, zu autoritären Herrschern. Was hat sich denn seit dem Antritt von Joe Biden jetzt konkret verändert? Gibt es da schon Beispiele? Naja, deshalb vom ersten Tag an hat er ja ein ganzes Feuerwerk von außenpolitischen Initiativen, von der Innenpolitik, wo man gar nicht reden. Aber außenpolitisch hat er beginnend mit dem Wiedereintreten in den Klimavertrag bis über COVAX, die Impfallianz und die Gelder, die da reingeflossen sind, den Wiedereintritt in die WHO, den Menschenrechtsrat, den Versuch New Start, also das Rüstungsabkommen zu verlängern, die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufzunehmen. Also ich würde sagen, ein Feuerwerk von Initiativen, die alle in die gleiche Richtung gehen, wie wir es bei Beginn einer Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten so selten erlebt haben und die für die Dramatik dieser Wende hin zu einer anderen Weltsicht steht. Was ist denn diese andere Weltsicht? Der populistische Nationalismus von Donald Trump war ein, wie die Überschrift schon sagte, Amerika zuerst Politikansatz.
während Joe Biden der Ansicht ist, dass nur durch Allianzen und durch rechtliche Rahmenbindungen Amerika stärker wird. Und dieses zeigt sich in dem enormen Zugehen der amerikanischen Seite auf die NATO-Verbündeten, aber auch auf die internationale Gemeinschaft, besonders im Punkt auf der Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen, Impfen, Covid, aber auch in den Versuch, internationale Strukturen wiederherzustellen. Woran merkt man denn dieses Zugehen? Also NATO haben Sie jetzt schon angesprochen. Wie merkt man das, dass er auf die Verbündeten zugeht? Er hat Reden gehalten. Er hat das Commitment auf den Artikel 5 erneuert, also auf die gemeinsame Verteidigung. Die Zusammenarbeit über Fragen, die die NATO gemeinsam betreffen, ist wieder in den Alltag übergegangen, wo sie vorher ja nicht so richtig war. Stichwort Afghanistan-Abzug, Stichwort Reaktion auf den russischen Truppenaufmarsch vor der Ostukraine. Also hier wird ja man ja in einen Modus der Zusammenarbeit hineingeführt, wie wir ihn aus der früheren Vergangenheit kannten, nicht aber aus den letzten 4 Jahren. Hat sie dieses Feuerwerk, was er da jetzt macht mit Corona-Hilfspaket, Infrastruktur, dieses Feuerwerk, hat sie das überrascht? In seiner Konsequenz und in seiner Zielgerichtetheit und in seinem hohen Organisationsgrad. Da ist ja scheinbar nichts dem Zufall überlassen. Da weiß man, welcher Tanzschritt auf welchen folgt. Und das alles in einer unheimlichen Taktung, in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Das alles ist natürlich der innenpolitischen Situation in den USA geschuldet. Zum ersten Mal seit langem haben sie das Weiße Haus und Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses. Und deshalb ist der Glaube und die Notwendigkeit, jetzt legislative Initiativen zu starten, so hoch, weil man nicht weiß, ob man bei der nächsten Zwischenwahl die Mehrheit in einem Haus auch wieder verlieren würde. Also es ist nicht nur das Gefühl in Deutschland, dass da viel passiert, sondern das ist auch wirklich so. Ich kann mich nicht erinnern. Bei Obama, der ist schon bei seinen ersten Initiativen gleich in Stocken geraten. Und das ist auch eine Lehre daraus, dass man diese Zeit, in der man die Mehrheiten hat, auch nutzt, um Sachen durchzukriegen. Denn in 2 Jahren kann das alles schon wieder sehr viel zähflüssiger sein. Und deswegen ist das hier so eine Art Schnellzug, der hier durch die Welt fährt. Und wenn Biden jetzt ein Schnellzug ist, was war denn dann Donald Trump? Ja, Donald Trump war ein Hau drauf, nicht? Hier war ja Regieren durch Tweet, Regieren durch Drohung, aber nicht durch ein Schmieröl für den Regierungsapparat. Trump wusste ja zumindest am Anfang gar nicht, wie man Regierungsapparat bedient. Bei Joe Biden kann man sehen, wie funktioniert eine Administration? Wie bringt man die Regierungsmaschinerie ans Arbeiten? Wie setzt man Dinge durch? Das kann man ja prototypisch an dem Unterschied zwischen Biden und Trump beobachten. Nationalismus war ja bei Donald Trump auch ein ganz großes Thema. America first. Wie sieht das bei Joe Biden aus? Joe Biden ist ein Westler und ein Multilateralist. Er glaubt an die Zusammenarbeit der Demokratien. Und das, glaube ich, kann man jeden Tag in jedem Politikzugang spüren. Und das ist ein dramatischer Unterschied zu Donald Trump, den auch wir in der Bundesrepublik zur Kenntnis nehmen sollten und nur zum Teil zur Kenntnis nehmen. Warum nur zum Teil? Was heißt das? Biden hat ein Feuerwerk von Initiativen entwickelt, auf die wir praktisch nicht reagieren. Wir nicken dazu. Mir kommt das so vor, als breite Joe Biden die Arme aus, während Angela Merkel die Arme verschränkt und ein bisschen betreten zu Boden guckt. Aber was müsste sie denn Ihrer Meinung nach tun? Auf die Initiativen eingehen. Von der Bundesregierung ist in den ersten 100 Tage Joe Biden sind 100 Tage Einsamkeit aus deutscher Sicht betrachtet. Wir haben keinerlei Initiativen erwidert oder eigene ergriffen, noch nicht mal symbolische. Die Bundesregierung hat keines der großen Streitthemen versucht, mit den Amerikanern abzuräumen. Sie hat keine Positivagenda gestartet und sie hat keine symbolische Politik gemacht, so wie sie Blinken, der Außenminister, und Biden, der Präsident, auch gerade gegenüber der Bundesrepublik gemacht haben. Immerhin haben die Amerikaner mit Zielpunkt auf die Reparatur des deutsch-amerikanischen Verhältnisses Diverses getan. Sie haben den Truppenabzug zunächst gestoppt, dann haben sie in symbolisch sogar eine Truppenaufstockung beschlossen. Was heißt das denn dann für das deutsch-amerikanische Verhältnis?
Ja, es wird so getan, als sei die Krise im deutsch-amerikanischen Verhältnis ausschließlich Donald Trump zuzuschreiben. Und jetzt sieht man den Nachfolger da rumrödeln und nimmt auch alles irgendwie wohlwollend zur Kenntnis, dass der lauter Initiativen entwickelt, tut aber so, als habe das nicht mit einem selber zu tun und als brauche es keine deutsche Reaktion darauf. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass die Krise des Transatlantischen eine einseitige Verantwortlichkeit hat. Es ist die Bundesrepublik, die zugesagt hat, seit vielen Jahren Verteidigungsausgaben in einem bestimmten Rahmen zu erhöhen und ihre Zusagen nicht einhält. Nun kann man das doch nicht Donald Trump zuschreiben, dass es dort Verstimmungen gibt, die es im Übrigen auch mit anderen Europäern, die sich nämlich mehr anstrengen innerhalb der NATO als die Bundesrepublik hier gibt. Also wir müssen von der Vorstellung runter, dass dieses allein eine amerikanische Verantwortlichkeit sei und die eigene Verantwortung für diese transatlantische Krise erkennen und sie auch angehen wollen. Vielen Dank, Herr Kleine-Brockhoff, dass Sie uns nochmal eingeordnet haben, wie das Verhältnis gerade zwischen Deutschland und den USA ist. Danke. Ich danke Ihnen, Frau Werner. Das Verhältnis Russland zu den USA ist seit Jahren höchst angespannt und jetzt sind sich Joe Biden und Wladimir Putin zumindest virtuell begegnet, und zwar beim Klimagipfel. Joe Biden hatte dazu eingeladen. Über das Verhältnis der beiden Staaten und warum es so schwierig ist, spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Ina Ruck in Moskau. Hallo Ina. Hallo Janina. Jetzt fand dieser Klimagipfel statt, oder der findet ja auch immer noch statt, und da sind zum ersten Mal Joe Biden und Wladimir Putin aufeinander getroffen. Wie war das denn? Das Ganze war ja eben virtuell. Biden war der Gastgeber, hatte alle anderen persönlich eingeladen und jeder saß dann vor seinem oder ihrem persönlichen Bildschirm. Deswegen konnte man da nicht so viel sehen. Interessant ist aber, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, weil also die Umstände, denn Putin, der auch persönlich eingeladen worden war von Biden, hat sich 3 Wochen lang Zeit gelassen, die Einladung anzunehmen. Eigentlich sind ja Gipfel genau das, was er im Moment will und braucht. Er ist ja aus ganz vielen Gipfeln ausgeschlossen. Die G8, also die Gruppe der großen 8 Industriestaaten, sind ja nur noch eine G7, weil man ihn da rausgeworfen hat wegen der Annexion der Krim 2014. Dann gibt es noch die G20, die Gruppe der großen 20 Industrie- und Schwellenländer. Da hat er auch nicht mehr so eine große Stimme, weil da die Chinesen viel wichtiger sind und andere Länder mittlerweile und auch so Sachen, die es früher gab, wie den NATO-Russland-Rat, wo er immer ein Wort mitreden konnte, die gibt's alle nicht mehr und deswegen ist eigentlich jeder Gipfel für ihn wichtig, aber Putin bleibt immer der Taktiker und Spieler, er hat sich schön 3 Wochen Zeit gelassen. Wobei es von beiden natürlich sehr klug war, ihn dorthin einzuladen. Klima ist so ein neutrales Thema, über das man sich eigentlich wieder näher kommen kann. Jetzt haben die sich nur virtuell gesehen, konnte man irgendwas ablesen an der Mimik oder irgendwie was? Nicht so richtig, weil die haben nicht, das war ja nicht so ein Zweiertreffen, das war so ein ganzer Bildschirm voll mit Staatsführern und jeder durfte dann mal so 5 Minuten reden und Putin wie immer Pokerface, man sieht dann, der reagiert dann nicht auf andere und man kann es aber auch nicht erkennen, das sind ja zum Teil Briefmarken, große Bilder. Allerdings, was man sagen muss, Putin ist mit einem ziemlichen Aufschlag dort angekommen, hat große Klimaziele für Russland genannt. Das kann man auch schon wieder werten als so eine Art, ich will ja mitspielen, ich will ja mitmachen. Und Biden hat das sicherlich auch gutiert. Also eine direkte Reaktion gab es leider nicht aufeinander. Wie ist denn gerade das Verhältnis zwischen den beiden? Also es gab ein Telefonat, glaube ich schon, ne? Ja, sie haben sogar das 2. Mal schon telefoniert mittlerweile. Eigentlich hatten die Russen viel Hoffnung in Biden gesetzt, nach dem doch eher unberechenbaren Trump, zumindest außenpolitisch. Für sie war das sehr schwierig, ob sie ihn nun da im Amt gewollt haben oder nicht. Aber außenpolitisch war er wirklich schwer zu lesen. Und Biden und Putin kennen sich ja schon relativ lange. Biden war Vizepräsident. Putin ist hier seit Ewigkeiten im Amt. Er hat jetzt schon den 4. amerikanischen Präsidenten, mit dem er es zu tun hat. Und man könnte ja auch sagen, eigentlich sind die beiden, obwohl sie 10 Jahre auseinander sind, so ein bisschen aus einer Generation. Die sind beide Kinder des Kalten Krieges. Also irgendeine Wellenlänge, auf der sie funken, gibt es da schon. Und zunächst sah das auch ganz danach aus. Also gleich nach Amtsantritt von Biden haben die beiden was geschafft, was keiner für möglich gehalten hatte, nämlich einen ganz wichtigen Abrüstungsvertrag, der auszulaufen drohte, verlängert. Den New Start-Vertrag für strategische Waffen. Das war total wichtig. Alle haben aufgeatmet und gedacht, wow, es gibt wieder so ein Draht jetzt zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Aber das war es dann auch schon. Seitdem ist es eigentlich total in den Keller gegangen mit den Beziehungen. Wie hat denn die russische Bevölkerung damals reagiert, als Joe Biden dann Präsident geworden ist? Wie wurde das aufgefasst?
Die sind ja hier sehr gesteuert von, wenn man das so böse sagen darf, von den staatlichen Medien. Biden ist da schon immer sehr schlecht dargestellt worden als tatteriger Opa auf der einen Seite, der nicht mehr richtig viel auf die Reihe kriegt. Und also das war die eine Seite. Viele haben gesagt, oh Gott, ne, was kommt denn da? Auf der anderen Seite gab es aber auch bei all denen, die politisch interessiert sind und sich ein bisschen in Außenpolitik bewegen, gab es auch bei denen schon die Hoffnung, da könnte vielleicht doch noch mal ein Funken etwas Neueres kommen und es könnte eine Chance geben, auch wieder ein besseres Verhältnis. Das war schon auch zu spüren. Aber so in den öffentlichen Medien hat man ihn ziemlich schlecht geredet die ganze Zeit. Mitte März hat Joe Biden in einem Interview Putin als Killer bezeichnet. Wie wurde das denn in Russland aufgefasst und was haben die Medien auch darüber geschrieben? Ich glaube, das war der Wendepunkt, ist das Verhältnis so richtig in den Keller gegangen. Wenn, also ist auch logisch, nicht? Wenn ein Staatsführer einen anderen einen Killer nennt, dann ist erstmal das Tischtuch zerschnitten. Dann wird es ganz schwierig, erstmal wieder irgendwas aufzubauen. Und dass Putin auf sowas ganz besonders reagiert und auch die russische Bevölkerung, das hat man schon gesehen, das hätte Biden eigentlich wissen müssen, weil es gab ja früher bei Obama auch mal so eine Situation. Obama hat mal in einem, ob unbedacht oder nicht, in einem Moment gesagt, Russland ist ja eigentlich nur noch eine Regionalmacht und das hat er nie wieder wegkriegen können. Also Putin war beleidigt und das Volk kollektiv gleich mit. Und diese Killergeschichte hat man hier natürlich auch absolut durchgenudelt in allen politischen Talkshows und hat gesagt, der hat sie doch nicht mehr alle, der beiden. Also das war richtig so ein Wendepunkt und ich glaube, dass das auch politisch eine Rolle gespielt hat, weil seitdem war der vielversprechende Start mit der Verlängerung des Abrüstungsabkommens und so, der war dann erstmal wieder gestoppt. Also viel mehr ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Amerikaner haben neue Sanktionen verhängt. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass die russische Seite nicht freundlicher wird. Wir erfahren immer mehr über neue Cyberattacken. Oppositionelle werden vergiftet. Die Krim bleibt nach wie vor besetzt. Also das ist schon relativ schwierig, da jetzt irgendwie wieder rauszukommen. Glaubst du denn, irgendwie könnten sie da raus wiederkommen? Also mein Gefühl ist, das Einzige, was geht, sind so neutrale Themen. Deswegen war eigentlich Biden ganz geschickt mit diesem Klimagipfel. Ne? Dass, abgesehen davon, dass Klima ein Wahnsinnsthema ist, was wichtig ist, was alle angeht, ist es aber auch ein guter Hebel, um wieder zumindest bei sowas Unverdächtigem ins Gespräch zu kommen. Und das ist so ein Punkt. Und ich glaube, es gibt in diesem Jahr noch eine ganz gute Chance, weil wir haben ja wieder ein Weltkriegsgedenkdatum in diesem Jahr. Da geht es diesmal um Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. Das jährt sich zum 80. Mal. Dann gibt es ein Jubiläum der Nürnberger Prozesse. Und das sind ja alles Dinge, die Russland oder die ehemalige Sowjetunion und die Amerikaner als gemeinsame Alliierte ja gleichzeitig betreffen. Und da gibt es auch eine Brücke, die man bauen kann. Aber das sind so ganz kleine Schritte im großen Verhältnis. Glaube ich, ist so richtig viel im Moment nicht zu erwarten. Okay, kleine Schritte sind ja schon mal ein Anfang. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist ja irgendwie seit Jahren schwierig. Warum? Da muss man in die Geschichte zurückgucken und muss sehen, Russland sieht sich als Nachfolger der Sowjetunion. Und damals, zu Zeiten des Kalten Krieges, also gab es ja die Sowjetunion, die mittlerweile aufgebrochen ist in viele verschiedene Staaten, Ukraine, Belarus, Georgien, was da alles dazugehörte. Also auf der einen Seite die Sowjetunion mit einem kommunistischen Modell und auf der anderen Seite die westliche Welt, angeführt von den USA und vor allem die USA mit einem liberal-kapitalistischen Modell. Und das war richtig so ein Kampf von Ideologien, ne? Und da ging es eben nicht nur um Ideologie, sondern es ging auch um, wer hat mehr Einfluss in der Welt, wer hat mehr Waffen, aber vor allem ging es auch um Einfluss. Und Russland sieht sich in der Nachfolge der Sowjetunion, das vergisst man immer wieder. Und die beiden sind immer noch Konkurrenten. Und wir hören ja wieder von neuem Wettrüsten, deswegen war dieser Abrüstungsvertrag so wichtig. Aber es geht immer noch auch um Einfluss in der Welt. Da sind sie mittlerweile nicht mehr alleine. China spielt auch eine Riesenrolle. Die versuchen da in Afrika sehr viel Einfluss zu gewinnen. Aber wenn wir also sehen, nicht, die Amerikaner mit ihrem Demokratieexport, das bleibt ja so, dass sie immer noch Demokratien in der Welt helfen und sagen, wir sind der Garant der westlichen Welt sozusagen. Die kommen da ganz nah an Russlands Hinterhof. Also in der Ukraine unterstützen sie die liberale Bewegung, in Belarus wahrscheinlich auch. Und Russland auf der anderen Seite versucht, seinen Einfluss auszuweiten, geht nach Syrien rein und macht diverse andere Geschichten. Also die sind immer noch Konkurrenten und sehen sich als zwei direkte Kontrahenten. Also glaubst du, dass dieses Konkurrenten- und Kontrahenten-Ding sich auch auf längere Sicht nicht abbauen wird? Das ist einfach zu geschichtlich veranlagt. Also ich glaube, mit den beiden Männern da jetzt an der Macht, die sind ja beide aus der Zeit. Das sind beide Kinder des Kalten Krieges. Ne? Der eine ist, glaube ich, 52 geboren und der andere 42 oder so.
die haben das Denken echt im Kopf verankert. Und beide haben sicher auch irgendwie möglicherweise gute Absichten. Also bei beiden würde man immer denken, der ist halt auch jemand, der amerikanische Werte und Demokratie verbreiten will. Putin will sein Land stark halten. Die denken aber immer noch auch in diesen alten Kategorien, was den anderen stärkt, macht mich schwächer und umgekehrt. Und ich glaube, solange die beiden Staaten führen, werden wir keine große Annäherung sehen oder zumindest kein Umdenken in diesen Beziehungen. Vielen Dank, Ina, nach Moskau. Danke dir. Gerne. Tschüss. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik? Wir freuen uns über jegliche Anregungen und die könnt ihr uns gerne schreiben, entweder in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 23. April.